Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Splinter Cell Blacklist. Wir sind auf dem Flugfeld, wir wollten gerade unsere Maschine starten, sind aber dann leider in die Augen und in die Fänge von ein paar Scharfschützen gelaufen. Und nun ja, die hat wohl Sadiq auf uns draufgehetzt, die wollen unsere Köpfe rollen sehen. Wer wir sind Sam Fisher, dann unser schöner Kumpane Briggs und unsere noch schönere Kumpanin Grimm, genau. Die suchen sie, genau wie Charlie noch dazu, und die wollen sie umbringen und wir sind mittendrin in einem schönen Gefecht. Und ich sage einfach mal, ich drücke Escape und es geht weiter. So, wie machen wir das jetzt? Ist ja, könnte jetzt kompliziert werden, ja? Wir gehen einfach mal so ein bisschen den Assault-Weg. Da habe ich gerade auch ein bisschen Bock drauf bekommen. Den hier sollen wir einfangen. Das könnte ja einfacher werden, als ich gedacht habe. So. Gut, dann rüste ich mal gerade um. Na gut, tödliche Angriffe haben wir schon. Das ist doch mal toll. Und dann gehen wir hier in die Deckung und werden uns die jetzt von hinten schnappen. Sie wollen es ja nicht anders. Okay, der will es, glaube ich, ordentlich wissen, der Typ. Ich wechsle schnell die Position. Holy crap! Nochmal die Position wechseln. Immer schön in Bewegung bleiben, Sam. Alter, die wollen's aber ganz hart, ey. Hart und nicht anders. Die wechseln aber auch gut die Position, würde ich mal behaupten. Sehr schön, dass es jetzt hier so weit gekommen ist, dass die uns den Rücken zukehren. Zack und zack. Jetzt ist einer hinter uns. Das könnte jetzt ungemütlich werden. Mann, ey. Von wo kommen die denn überall? Bitte was? Moah. Alter, das hier ist aber echt ein geiles Gefecht. Ich kann hier kaum irgendwas sagen. Weil ich hier einfach die ganze Zeit über am Überlegen bin, wie ich denn jetzt wohin gehe. Hast mich nicht gesehen, mein Freund. Left side von wegen, ey. Können nix, können die. Oh, vielleicht können sie doch ein bisschen was. Holy shit, ist das so knapp. Ich glaube, wir sind sicher. Alles klar. Bin auf dem Weg. Lass mich hier allein. Flieg. Holy crap!
Alter Schwede, was ging denn jetzt ab? Okay, ich glaube, wir sind dran. So, wir sind zurück im Spiel, meine Freunde. Wo sind weitere? Weitere Truppen, bitte. Bisher haben die noch gar nichts kaputt bekommen. Ich komme nicht hin mit meiner Kamera. Nice! Gut, noch ein bisschen weiter drehen. Und jetzt könnt ihr gleich starten. Komm schon. Komm schon. Und komm schon. Okay, diese Raketen sind doch schon effizienter, als ich gedacht habe, komischerweise. Alter, jetzt flieg! More trucks incoming. We need to get off the ground now. Roger that. Yes, wir sind weg hier. Sehr gut. Alles kein Problem. Alles kein Problem. Flugfeld Ghost sind wir ganz sicher nicht, oder? Sind wir ja? Mit 125 Punkten sind wir Ghost. Und Freunde, das ist das Spiel abgeschmiert. Das ist doch mal klasse, oder? Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder. So, liebe Freunde, jetzt müssen wir das hier schon wieder machen. Das glaubt mir keiner. Gut, also einfach nochmal machen. Und dann gibt es hier auch keine größeren Probleme. Wir kennen das Ganze ja schon. Und ich möchte jetzt auch nicht einfach wieder nur die Punktevergabe zeigen. Die Punktevergabe ist ja dann doch schon ein bisschen lame, ne? Was ich jetzt nicht verstehe, warum die jetzt noch bis hierher fahren und dann erst da rumdrehen, ne? Die hätten doch jetzt direkt irgendwie umdrehen können oder so. Naja, ich muss es nicht verstehen. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie von da hinten kommen. Das reicht mir schon. Seht ihr, die fahren jetzt noch so ein Stückchen mit hier so und drehen dann gleich erst. Das ist totally unnötig. Würde ich einfach mal sagen. Ich bin viel zu schnell für die. Die haben ja überhaupt keine Chance. Eine Ladung kommt noch. Boom, boom. Gut. Da haben wir es doch schon wieder. Bitte starten, meine Freunde. Bitte starten. Jetzt. Bitte, was passiert eigentlich? Ich würde... Ich dachte gerade, wir haben unser eigenes Flugzeug voll zerfetzt. Ich dachte gerade schon. Das wäre ja ein Witz gewesen. So. Zum zweiten Mal haben wir die Mission jetzt schon geschafft in einer Aufnahme. Knallig geil ist das doch, oder? Knallig geil. So. Ghost haben wir bestimmt wieder 125, oder? Ja, natürlich haben wir wieder 125. Was will man denn hier noch anderes machen? Wir haben ab dem letzten Speicherpunkt gestartet. Gut, wir sind außerdem noch im Nicht-Vollbild-Modus, also im Fenstermodus. Ich habe keine Ahnung, warum das Spiel manchmal bei mir einfach so umstellt. Ich drücke einfach mal auf Überspringen und Fortsetzen. Speichern und lädt Daten. Gibt es irgendwas für mich zu erzählen? Nein. I got some help from the peeps over at Fort Meade and backtracked the IP addresses that were tagged to the guys in Philly. You're looking at the guts of the server the engineers use for their US ops. I've got IDs, addresses... It's details. What do you mean? This is just white noise.
We ran thousands of hits like this before Blacklist Zero. It's how the engineers operate, and it's not telling us what Sadiq wants from the Blacklist. I thought it was to get U.S. troops off foreign soil. That's never gonna happen. Sadiq knows it. Briggs is right. We're not asking the right questions. If Sadiq's not working for Iran... And he doesn't care about getting the troops home. Then what's his real play? Charlie, the connection. Everything we have here could be compromised. Work with Briggs, focus on the tanker and that replacement crew. That's a solid lead. You got it. Take everything we got, feed it into the SMI, see if we can figure out what the engineers are really after. Stopping fuel doesn't get us any closer to knowing what Sadiq wants. No, but grabbing one of his people on site does. Very astute. My men. They took the bait. The kid can cut anything he wants, but as of 5 minutes ago, Paladin was mine. Good. ETA on the tanker. Offshore rendezvous with Echo Team in 2 hours. Target at impact site in 4. Status of COG preparations? Site F is at yellow alert. DC's already sent emergency intel packets from JSOC, NSA, and State. Good. They just need one more push. Now we go for fuel? Launch it. I want the entire coast burning by the time I touch down. Let's start with Fisher's plane. He wants to know what we're after. Let's give him a taste. Time to move. Gefangenenlager abgeschlossen. Flugfeld abgeschlossen. Amerikas Benzin ist das nächste Missionchen, das wir vor uns haben. Und das war gerade recht interessant. Sadiq scheint hier unser gesamtes Flugzeug momentan unter Kontrolle zu haben. Und, ja, scheint uns zu beobachten. Mit Kameras. Sam, I think Charlie's got some new gear he's working on. Ja, schön, Grimm. Toll. Wir werden beobachtet. Guck doch mal. Da irgendwo. So. Gut, wir gucken mal, was sich in der nächsten Mission machen lässt. Vielleicht wird das ja irgendwas. Vielleicht können wir hier irgendwas aufdecken, weil wir es ja jetzt wissen. Und Sam irgendwie auf die richtige Fährte locken, denn der weiß ja nicht, dass hier sowas ist. Aber das, wie gesagt, erst in der nächsten Folge. Ich bin die Rockkartoffel, wünsche einen wunderschönen Restnachmittag und sage Tschüss und bis dann.